Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gerade festgestellt, die Fanja und meine Namensgenossin, die Irmgard, die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass mein Livestream von heute Morgen nicht übertragen wurde und hier auf Facebook im Nirvana verschwunden ist. Ja, und dann dachte ich doch, dann hole ich das doch nochmal nach und gehe jetzt mal live. Ich war heute Morgen allerdings auch schon um 7 Uhr live. Vielleicht war das einfach zu früh. Also, jetzt Tag 18 unserer Challenge. Ich glaube, es ist Tag 18. Ja, genau, Tag 18. Entscheidungen treffen. Ich möchte heute mal mit dir darüber sprechen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Du kennst das bestimmt auch aus Situationen. Du hast ja irgendwo ein schickes Kleidungsstück gesehen oder irgendwas gesehen, was du dir hättest gerne kaufen wollen und hast überlegt, kaufe ich mir das jetzt, kaufe ich mir es nicht? Oder du hast ein Angebot bekommen für ein tolles Webinar, für einen Kurs, der dich weiterbringen könnte und dann hast du überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Egal jetzt, was es war. Und dann hast du noch ein paar Nächte drüber geschlafen. Und je länger du drüber geschlafen hast, bist du immer weiter von dem Thema weggekommen. Und irgendwann erinnerst du dich daran, weil du merkst, du hast wieder eine Schleife in deinem Leben gedreht, hast wieder wertvolle Lebenszeit vergeudet, dahinziehen lassen, an dir vorbeiziehen lassen. Oder es kommt die Situation, wenn wir das Kleidungsstück, so was ganz Banales nehmen. Du bist irgendwo eingeladen, erinnerst dich daran, Mensch, dieses schicke Kleid, das bräuchte ich jetzt. Hätte ich mir es doch damals nur gekauft, dann hätte ich jetzt was ganz Schickes zum Anziehen für diesen Anlass oder was auch immer. Solche oder ähnliche Situationen kennst du ja bestimmt, ja? Und gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, um in die eigene Persönlichkeit, in die Zukunft zu investieren, in sich selbst zu investieren, was überhaupt die beste Entscheidung ist. Weil wenn du in dich selbst investierst, dann entwickelst du dich weiter. Du bleibst nicht stehen an dem Punkt, wo du gerade stehst. Das ist die beste Investition und das, was du dir da an Wissen, an Informationen einholst, indem du in dich investierst, indem du dich fortbildest, indem du dir einen Mentor an deine Seite holst, der dich an die Hand nimmt, der dir den Weg zeigt von A nach B. Das ist die Abkürzung, um in deinem Leben erfolgreich zu sein. Das ist absolut die Abkürzung. Und warum fällt es uns da so schwer, Entscheidungen zu treffen? Weil Ängste uns zurückhalten. Wir haben Zukunftsängste dann. Wir denken dann, wenn ich den Betrag jetzt investiere, funktioniert das auch bei mir? Dann habe ich so und so viel Euro weniger auf meinem Konto. Wir steigern uns da rein, was alles geschehen könnte, wenn es nicht funktioniert. Wir wollen die absolute Sicherheit, dass es funktioniert. Je mehr wir überlegen, umso unsicherer werden wir dann nochmal. Und wir haben alles in allem viel mehr Angst vor Verlust, statt uns darauf zu freuen, was uns da Großartiges erwarten könnte. Und das sind alles so Gründe, warum wir uns am liebsten dann nicht entscheiden oder uns irgendwie dagegen entscheiden. Und da spielt das Geld oftmals, das liebe Geld oftmals einfach eine Rolle. Das Thema hatten wir ja, glaube ich, gestern, ne? Das Thema Geld. So. Und selbst wenn wir keine Entscheidung treffen, treffen wir eine Entscheidung. Denn wir treffen eine Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen und die Zeit weiter an uns vorbeiziehen zu lassen, wertvolle Lebenszeit, und in die Starre zu gehen, also nicht ins Handeln zu kommen, um es dann später irgendwann zu bereuen. Und deshalb würde ich dir jetzt heute mal gerne so ein paar Tipps auf den Weg geben. Hallo, liebe Christina, schön, dass du da bist. Deshalb würde ich dir gerne mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du aus dieser Schoße rauskommst, künftig die Verantwortung für dich und dein Leben übernimmst und wirklich ins Handeln kommst und einfach Entscheidungen triffst in deinem Sinne. Der allererste Punkt, wenn es darum geht, dass du ja irgendein Angebot bekommst, wo du genau weißt, das bringt dich jetzt weiter oder das Gefühl hast,
Es bringt dich weiter. Ja, danke, dass ihr mich vermisst habt. Ich habe gerade eben gemerkt, dass das Live-Video von heute Morgen nicht übertragen wurde. Ich war wohl zu früh für Facebook. Es ist im Nirvana verschwunden. Und deshalb jetzt hier der Nachklapp. Okay, also beim Entscheidungen treffen waren wir. Aber schön, dass ihr mich vermisst. Das freut mich. Ich habe euch ja auch vermisst. Ich habe heute Morgen zwar gesehen, dass ich keine Zuschauer habe, aber ich dachte, naja, ist noch ein bisschen früh für Facebook. Dann können alle Beteiligten sich den Stream im Nachhinein anschauen. Aber ja, Übertragung hat nicht funktioniert. Okay, also nochmal zurück zu Entscheidungen treffen. Wenn du Entscheidungen triffst, wenn du dich darin übst, dann übst du dich darin einfach auch, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Also mehr und mehr in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen, weil du nicht mehr anderen es überlässt, über dich, über dein berufliches Leben, über deine Gesundheit, über dein Leben überhaupt, über deine Familie zu entscheiden. Und du hörst mehr und mehr auf zu funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen. Alle Menschen, die erfolgreich sind, die du kennst, wo du denkst, wow, was ist das für eine erfolgreiche Persönlichkeit, die treffen alle schnelle Entscheidungen. Die lauschen auf ihr Bauchgefühl. Und ich kenne das nur zu gut, als ich ja immer mehr Mentoren mir an meine Seite geholt habe und es dann auch irgendwann so in den fünfstelligen Bereich ging, in mich selbst zu investieren für ein Mentoring, für ein Programm, für ein Coaching, auch ein Einzelcoaching. Da habe ich natürlich zunächst schon mal Schnappatmung gekriegt und gedacht, geht das jetzt gut? Kann ich das jetzt bezahlen und funktioniert das alles? Und, und. Ich kann dir eins sagen, es funktioniert, wenn du auf dein Herz lauschst. Wenn du einfach mal den Preis von dem Angebot, das du bekommst, beiseite schiebst und einfach mal auf dein Herz lauschst, was würde dein Herz dazu sagen? Und wenn dein Herz Ja dazu sagt und du so eine kraftvolle Entscheidung triffst und du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Weg. Ich begib mich jetzt aus dieser Spirale raus. Ich begib mich jetzt aus meinem Schneckenhaus heraus. Ich höre jetzt auf, dass andere über mich bestimmen, sondern nimm mein Leben mal selbst in die Hand. Dann wird das Universum auch auf unterschiedlichste Art in Bewegung kommen und dir Möglichkeiten zeigen, wie du dir ja dieses Mentoring oder was auch immer es ist, einfach erlauben und kaufen kannst und in dich und deine Persönlichkeit investieren kannst. Oder wenn wir es im kleinen Stil sehen. Wie oft habe ich früher so Situationen gehabt, wenn wir mit der Family unterwegs waren und die Kinder wollten da irgendwie was haben. Das heißt nicht, dass es darum geht, immer alles zu erlauben und immer alles zu kaufen, aber wie oft habe ich da gestanden und gedacht, nee, das können wir jetzt nicht, weil, weil, weil. Und jedes Mal, wenn ich dann doch über meinen Schatten gesprungen bin und ich es uns erlaubt habe, ich war letzten Endes anschließend ja nicht wirklich ärmer. Wir haben ja nicht am Hungertuch genagt, so knapp das Geld auch oftmals war. Aber wenn ich im Vertrauen bin und wegkomme vom Mangeldenken hin in das Fülledenken, und die Situation kennst du auch in deinem Leben. Wenn du unbedingt irgendwas etwas erreichen wolltest und in die Richtung dich bewegt hast, konntest du rückblickend beobachten, auf welch unterschiedliche Art und Weise das Universum in Bewegung kam und dir deine Realität erschaffen hat, dir auch die finanziellen Mittel dazu einfach zur Verfügung gestellt hat. Und deshalb, wenn du künftig vor Entscheidungen stehst, egal ob vor einer großen oder vor einer kleinen Entscheidung, entscheide dich jetzt bitte dazu, künftig rasch zu entscheiden. Lausch auf dein Bauchgefühl und in dein Herz, dein Bauch Ja sagen, dann entscheide dich dafür. Ansonsten werden immer andere entscheiden für dich. Du wirst dann immer ein fremdbestimmtes Leben leben. Und so wirst du dann auch immer mehr und mehr die Erfahrung machen, wie sehr das Universum an deiner Seite ist und der deine Lebenswirklichkeit im Außen erschafft, weil du einfach die Verantwortung für dich selbst übernommen hast. Wenn es wirklich ein großer Brocken ist, wenn es dir unheimlich schwer fällt, die Entscheidung zu treffen, dann denk doch auch mal bitte darüber nach, was ist, wenn das alles funktioniert. Wir sind immer so dazu geneigt, nur darüber nachzudenken, was ist, wenn es nicht funktioniert. Wir kommen gar nicht auf die Idee zu denken,
Was ist, wenn es funktioniert? Wie geht es mir denn anschließend dann? Also denk auch mal in die Richtung, mach auch gern mal ein Brainstorming pro und contra. Was kann alles passieren, wenn es schief geht? Und was kann alles Wunderbares in dein Leben kommen, wenn es funktioniert? Und dann wirst du meistens sehen, dass die Pro-Seite viel, viel mehrere Punkte, viel, viel mehr Punkte aufweist als die Kontraseite. Und das gibt ja dann auch Rückenstärkung, die Entscheidung entsprechend zu treffen. Okay? Also grundsätzlich geht es darum, wirklich dich darin zu üben, schnelle Entscheidungen zu treffen. Mag auch mit kleinen Dingen schon anfangen, wenn du, ja, in den Supermarkt gehst und dir ein Shampoo oder was kaufen willst. Und du stehst vorm Regal und gefühlt 1000 Shampooflaschen stehen vor dir. Dann schau nach der Marke, die du, wir haben ja immer so eine gewisse Marke doch vor Augen, schau, wo die steht, greif ein Shampoo nach dem Motto, ich habe jetzt 10 Sekunden Zeit dafür und kauf das Shampoo und geh an die Kasse und geh raus. Und geh dann lieber noch um die Ecke eine Tasse Kaffee trinken und lass es dir gut gehen. Und genieße es, dass du dich schnell für etwas entschieden hast. Und das bringt dir einfach Rückenstärkung, wenn du dich darin übst, es dir anzugewöhnen, immer schnelle, rasche Entscheidungen zu treffen. Und zwar in jeglicher Lebenslage. Und was mir auch immer hilft, jetzt egal, in welchem Bereich ich eine Entscheidung treffe, dass ich mir dann auch schon vorstelle, wie fühle ich mich anschließend. Sei es, dass ich mal eine Challenge mache und mal, keine Ahnung, 2 Wochen lang zuckerfrei unterwegs sein möchte und keinen Zucker auf meinen Speiseplan mal lasse, dann stelle ich mir vor, wie fühle ich mich da anschließend. Und dieses Gefühl, allein das gibt ja dann auch schon Rückenstärkung, weil ich weiß, ich fühle mich ohne Zuckerkonsum besser als mit Zuckerkonsum. Und das gibt dann einfach auch Rückenstärkung. Also das Resultat schon vorstellen, wie ist es, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, weil dein Herz, dein Bauch dazu sagt, ja, nur dein Kopf noch am Überlegen ist, soll ich das jetzt machen, weil das so und so viel kostet? Das hilft dir so enorm. Okay, also übe dich darin, künftig Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, der fällt mir auch gerade jetzt ein. Vielleicht magst du noch eine kleine Challenge mal für dich starten, um dich so grundsätzlich, hat jetzt weniger was mit Entscheidungen zu tun oder eigentlich gar nichts mit Entscheidungen zu tun. Aber es geht um das Schenken, um das Geben. Wenn wir so unterwegs sind und gucken so in die Augen von vielen Menschen und in die Gesichter, wie viele betrübte Gesichter sind unterwegs, die wirklich nur am Funktionieren sind. Wie viele verhärmte Gesichter sehen wir und wie viele Menschen sehen wir draußen, die unterwegs sind, die eigentlich, die noch lächeln. Kaum jemand. Und deshalb vielleicht magst du dir mal gleich selbst eine Challenge machen, dass du für die nächsten paar Tage mal jeden Tag schaust, dass du mal einen Mann, einen Menschen, einen Mann, also Männer schauen da manchmal schon ein bisschen komisch, habe ich auch schon gemerkt, aber macht nichts. Wenn du mal eine Challenge mit dir selbst machst und die nächsten Tage mal jeden Tag die Menschen bewusst anlächelst, ihnen ein Lächeln schenkst, was bekommst du zurück? Ein Lächeln. Oder wenn du mal ein bisschen großzügiger wieder wirst, mit Komplimente machen, auch anderen Menschen gegenüber Komplimente machen. Natürlich nur ernst gemeinte Komplimente. Die Kassiererin, die irgendwo an der Kasse hockt und dir fällt vielleicht auf, auch die hat die Haare so richtig schön, das gefällt mir gut. Mach ihr doch mal ein Kompliment, sag ihr das doch mal. Egal, wo du Menschen triffst, schau sie mal bewusst an und gib mal ein bisschen mehr Komplimente weiter. Du wirst merken, wie gut dir das tut, wie dir ein Lächeln entgegenkommt, wie du automatisch auch in eine andere Schwingung und Energie kommst. Es hat aber auch auf der anderen Seite noch mal was mit Entscheiden zu tun. Du kannst dich dafür entscheiden, jetzt diese kleine Challenge zu machen. Und wenn du am Nachmittag an der Kasse irgendwo stehst und überlegst, soll ich dir das jetzt sagen oder soll ich es erst nicht sagen?
kannst du dich auch bewusst dafür entscheiden. Jetzt komm spontan. Ich sage ja, was für hübsche Haare sie gerade hat oder dass ihr Armband ihm ihr ganz toll gefällt. Und dann wirst du merken, wie du jemanden ansteckst, wie du jemanden Freude bereitest und diese Freude auch zu dir zurückkommt. Christine, ich schenke Ihnen ein Lächeln jeden Tag. Wunderbar. Schön. Genau. Sehe in jedem etwas Kostbares. Genau. Wunderbar, Christine. Genauso ist es. In jedem etwas Kostbares sehen. In jedem auch sehen, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen. Und dass wir alle hier Suchende sind. Nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung, nach Freude, nach Glück, nach Gesundheit, was auch immer. Wenn wir uns das mal bewusst machen, dann kommen wir nicht nur mit uns selbst ins Reine, sondern wir haben auch wieder ein friedvolleres Miteinander einfach. Denn das Gegenüber, das mit so einem verhärmten Gesicht durchs Leben läuft, was ist das Wertvollste, was es haben kann? Ein Lächeln, ein aufmunternder Blick, Blickkontakt überhaupt. Unsere Augen, das ist die, wie sagt man, das ist die Seele, das ist der Zugang zu unserer Seele. Unsere Augen sind der Spiegel unserer Seele. Darin dürfen wir uns auch mal wieder üben, uns mal wieder bewusst anzuschauen, in die Augen zu schauen und vielleicht auch einfach mal nur über die Augen zu kommunizieren. Auch das funktioniert. Über die Augen zu kommunizieren und einfach nur mal zu sagen, schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt, du bist wunderbar. Auch das kannst du mal machen mit einem kurzen Blickkontakt, einfach mal aussenden an ganz fremde Menschen. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Ja? Wenn man das als Frau macht, manche Männer sind da so ein bisschen verunsichert, manche deuten es irgendwie anders, dann ja, kann man ja gleich signalisieren. Aufgrund seiner Körperhaltung, dass das jetzt keine Anmache ist oder so. Aber es funktioniert. Einfach mal tun. Und Christine, du bist ja auch schon auf diesem Weg. Wunderbar. Danke für deine Kommentare hier. Ja, das heute. Entscheidungen treffen, andere Menschen mal wieder mit einem Lächeln anstecken und das Lächeln auch ernten und so mal ein Mehrwert wieder sein. Für dich selbst und für andere. Es fängt alles im Kleinen an und so darf das Puzzle sich immer mehr und mehr auf eine andere Weise wieder ordnen und du so mehr und mehr den Weg zu dir selbst finden, in dein selbstbestimmtes Leben, ganz nach deinem Herzen, so wie es dir entspricht. Und diese Fäden, diese Marionettenfäden, die ich immer so vor Augen habe, wie sehr wir da als Marionetten oftmals durch unser Leben laufen, wie sehr als Marionette ich früher ja auch durch mein Leben gelaufen bin und was für ein wunderbares Leben auch auf dich wartet, wenn du die Verantwortung mal für dich selbst übernimmst, dich darin übst, dich zu entscheiden eben auch für ein befreites, glückliches Leben, das dir eben entspricht. Und dann wirst du sehen, was für Türe und Tore sich öffnen. Und wie das Universum dir weitere Botschaften und Möglichkeiten schickt, die nächste Stufe zu gehen, den nächsten Quantensprung in deinem Leben zu machen. Und vor allem, wenn du Kinder hast, das war für mich mit der größte Motivator, auch warum ich da in meinem Leben eine andere Richtung gegeben habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr ich meinen Kindern schon Dinge mit auf den Weg gegeben habe, wo ich dachte, naja, sie sind auch schon dabei, sich irgendwie mit Dingen zu arrangieren. Kinder sind ja sehr, sehr feinfühlig, die übernehmen ja von uns alles, ob wir das wollen oder nicht, die ahmen uns ja nach. Und gerade wenn du Kinder hast, beginne noch heute da deinen Kindern ein anderes Beispiel zu sein, nämlich das Beispiel, was du wirklich aus ganzem Herzen möchtest, nämlich ein Vorbild auch für deine Kinder, dass auch sie ihrem Herzen mehr und mehr folgen können und nicht zu Marionetten sich entwickeln und das Leben an ihnen vorbeizieht. Okay? Alles Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Morgen früh sehen wir uns dann nochmal um 8 Uhr. Eine ganz liebe Umarmung. Ciao, ciao, bis morgen um 8. Tschüss.